Zuletzt bei Paper Mario The Origami King. Diesen Fehler werde ich beheben, Olivia. Werde Zeugin, wie ich mich der wahren Origami-Macht bediene. Alter, was macht er? Er verwandelt sich jetzt in was Eigenes. Er entfaltet sich immer weiter. Was geschieht hier? Was sollen wir tun? Seh dich um, Olivia. Mein Faltmaterial ist die Realität, wie ihr sie zu kennen glaubtet. Denn nicht ohne Grund ist Origami der Inbegriff der Macht, die unendlicher Verwandlung innewohnt. Mit dieser Macht werde ich diese Welt ein für alle Male von sämtlichen jämmerlichen und papierdünnen Wesen befreien. Klappe, du Origami-Pappe. Du denkst wohl, wir ziehen den Schwanz ein, bloß weil du dich aufblüstest und komisch aussiehst. Du und deine Frisur, ihr gebt mir schon ganz gewaltig auf die Nerven. Zeit für euch, den Abflug zu machen. Pause, warte! Deine kleine Ansprache war schrecklich toll, aber hier ist mein Bruder viel zu mächtig, er würde dich zerknüllen. Auch ich spüre die Origami-Macht dieses Orts in jedem meiner Falze. Doch wenn sie ihn stärken kann, wieso dann nicht auch mich? Erlaube mir, dich zu falten! Oh, lol. Was passiert hier? Gar nicht übel, Origami-Göre. Jetzt zeigen wir mal, wie ein echter Boss eine Bossschlacht schlägt. Ah, der Typ ist stark, als er aussieht. Ich brauch Verstärkung. What? Wow, wo kommen denn die ganzen Faltkreise auf einmal her? Wir kommen gerade rechtzeitig. Lass uns Bowser helfen, indem wir mit dem Faltarm auf den Boden schlagen. Wenn sich Bowser in einem Faltkreis nähert, laufe hinter ihn und setze die Faltarme ein. Okay, wenn er sich einem Faltkreis nähert, hinter ihn setzen. Wenn er die Position wechselt, drücke B, um abzubrechen und den Faltkreis zu wechseln. Okay. Nähert er sich jetzt dem hier? Okay, ich setze ihn jetzt ein. Okay. Was, der Faltkreis hat sich in Luft... Es scheint, als würden sie nicht sehr lange halten. Wie könnt ihr es wagen, mir ins Handwerk zu pfuschen? Ich werde euch Besseres zu tun geben. Nehmt dies! Ah, okay. Kann ich die kaputt machen? Ja, kann ich. Jetzt. Gib ihm! Ah, sehr schön. Auf die hüpfe ich einfach wieder drauf. Ja, sehr schön. Was für ein... Auch hier, ne, dass sie in den Bosskampf einfach schon wieder so viel Kreativität reinbringen. Dass sie wirklich noch mein eigenes... Kampfsystem sich für den Bosskampf überlegen. Feier ich wirklich. Zack, zack. Sehr gut. Gib ihm. Ich weiß nicht, wie wir diesen Kampf. Oh shit. Der kommt jetzt. Oh nein. Jetzt haben wir Zeit verloren. Die kommen jetzt ganz schön schnell angerast. Also, ich bin noch nicht ganz sicher, was. Also, wie wir ihn denn unterstützen. Wir schicken. Schockwellen in seine... Also, wir helfen ihm von der Stage zu schieben, wahrscheinlich. Jetzt chillen. Ah, okay, der geht kaputt. So muss das gehen. Es klappt. Ach ne, sie sagt, es ist klappt. Oh, er hat mich einmal getroffen. Shit. Damit betäubt er mich immer ein bisschen. Hey, beeil dich, Mario. Hey, Mario, Schildkröte von hinten. Nee, Faltarme von hinten, ne? Machen wir das richtig? Also ich weiß nicht ganz, wie das, was wir hier tun, zielführend ist für diesen Kampf. Aber wir werden es einfach mal abchecken. Oh shit, so ein brüllender Wichtig-Tour jagt mich nicht ins Boxhorn. Faltschlage zu mir! Juhu!
Oh je, eine riesige böse Fratze. Was soll das denn? Wo kommt die überhaupt her? Wir müssen etwas unternehmen und zwar schnell. Schlage so oft wie möglich auf den Boden, ehe uns das Ding unter sich begräbt. Oh Gott. Okay, wir müssen jetzt den Kampf... Wir müssen es schaffen, Olli zu vernichten, bevor der Dude uns erwischt. Drück B und renn weg. Okay. Puh, das war ein bisschen zu knapp. Wäre es nicht ausgewichen, hätte die Fratze uns... Ach, Platz erwischt. Oh, ne. Nein, die Riesenfratze ist so doll... Nein, das Olli direkt zurück in die Mitte gehopst. Was? Wir waren so nah dran, wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Nochmal. Say what? What the hell? What the hell? Was ist das für ein Kampf? Okay. Schnell, 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 schnell. Der Wurfstein geht kaputt. Okay, wir schaffen es gerade gut, Progress zu machen auf jeden Fall. Wir müssen uns beeilen, damit Bowser King Olli wieder in die richtigen Bahnen lenken kann. Hier geht's, glaube ich, wirklich ein bisschen auf Zeit. Also habe ich das Gefühl. Du glaubst ja, ich hätte es gewonnen, aber diese Schlacht ist noch nicht zu Ende. Schon wieder derselbe Bums? Oh mein Gott. Na, nicht vom Pappe, was? Sei verflucht! Ich kann es nicht glauben. Ich weiß, dass auch Gutes in ihm steckte, aber Olli hat flaches Papier gehasst bis zum bitteren Ende. Auf Wiedersehen, Bruder. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden. Ich lass das nicht zu. Ich zerknülle euch alle. Oh nein, mein Bruder ist viel zu groß. Da können wir niemals aufhalten. Moment mal. Der Origami-Meister gab mir etwas ganz Besonderes, bevor wir seine Werkstatt verließen. Ich hab's damals gecallt. Jetzt ist die Zeit gekommen, es einzusetzen. Was geht jetzt ab? Okay, die Elementfelder. Die Musik. Noch ein Faltkreispaar. Wie erbärmlich. Was hast du damit vor? Mich mit deinen schwächlichen Armen kitzeln. Was geht ab? Was geht ab? Ah! Ach Menno, er hat unseren Faltkreis durcheinander gebracht. Könnte der vielleicht mal 2 Sekunden lang verkämpfen? Meine Wut, mein Zorn. Sie haben sich in ein aufsteigendes Gift verwandelt. Wenn ich besiegen wollt, tut ihr es besser schnell. Denn wenn es die Plattform erreicht... Was? Denn wenn es die Plattform erreicht, ist es aus mit euch. Warte, ich mache, wir müssen diesen riesigen Faltkreis so schnell wie möglich in Ordnung bringen. Yo, what? Okay. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Das ist ein bisschen wie diese Sniffit-Show, ne? Keinen drin. Okay. Ausgewichen? Ich weiß nicht, ob ich das alles hier richtig falte. Das ist ein bisschen... Ja doch, das ist ein bisschen wie in der Shy Guy Show. Wir haben's! Du denkst, das lasse ich zu? Ich verwandle diesen Fallkreis nutzloses Altpapier. Olivia? Kann... Oh, shit. Zu spät. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Erbärmlich. Okay. Er hat nur zweimal gedreht. Stopp, falsch! Nein, andere Richtung. Ja. Ich werde diesen Fallkreis so lange durcheinander bringen, bis du deine Niederlage eingestehst. Okay, jetzt nochmal. Sehr gut, ich bin ausgewichen. Hä, hätte ich nochmal drücken müssen? Oh, shit. Okay, warte mal. Da waren 2 Kreise. Im ersten Moment hatte ich richtig A gedrückt, beim zweiten nicht mehr. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt gehe ich gleich Game Over. No. Warte mal. Zack. 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 Ach, ich muss spammen. Sehr gut, Mario. Ich muss nochmal atmen. What the hell? Alter, Mario, du G.
Mario tritt in Aktion. Faltarme. Alter, was ist das für ein Kampf? Okay, wir haben ihm gegeben. Du hast es geschafft, Mario. Endlich können wir den Faltkreis einsetzen. Der Origami-Meister hat mir eine letzte Falttechnik verliehen. Sie ist der einzige Weg, Olli aufzuhalten. It's so epic! Das wird ein Hammer. Ein Ultra-Hammer. Bruder, bitte, komm wieder zu Sinn. Ich weiß nicht, ob ich noch schütteln muss. Ich weiß es nicht. Ist das diesmal wirklich? Ah, da ist die Kritzelei. Es tut mir leid, Bruder. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Aber jetzt bist du völlig zerknüllt. Vielleicht bin ich zu weit gegangen. Olivia, du hast das Richtige getan. Du hast alles in deinen Angriff gelegt. Er hat mich aufgeweckt und nun sehe ich endlich die Wahrheit. Ich war zu stolz und dachte nur an mich selbst. Mein Herz hatte einen Knick. Huch, was ist denn das da auf deinem Bauch? Ach das, warte, es tut weh, wenn ich mich bewege. Das ist der Grund für all den Wahnsinn. Das gedankenlose Gekritzel, mit dem ich jener Tod einstellte. Lies es mir bitte vor. Ich muss wissen, was dort steht. Lies mir vor, womit ich bekritzelt wurde. Damit ich ein letztes Mal lachen kann. Alles klar, mach ich. Mein lieber Olli, mögest du ein gerechter und gütiger König sein. Es ist überhaupt nichts Albernes, ganz im Gegenteil. Es ist eine liebevolle Nachricht des Origami-Meisters. Er hat dir damit nur alles Gute als König gewünscht. Ach, ich war ein furchtbarer König. Schäbig, wie ich ihn im Tod seine Freundlichkeit vergolten habe. Ich war so blind vor Wut und ich habe so viel Unverzeihliches getan. Und es tut mir so leid, dass ich sogar Prinzessin Peach und Mario darunter zu leiden hatten. Olivia, du musst etwas für mich tun. Ich flehe dich an. Bitte nimm diese 99 Kraniche und falte das mit den letzten, der zu 1000 noch fehlt. Wenn du den 1000. Kranich gefaltet hast, wird dir ein einziger Wunsch gewährt. Es macht zwar meine Untaten nicht wieder gut, doch mehr kann ich nicht für dich tun. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Olivia, tu es für mich. Bruderherz! Mario, ich muss dir was sagen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man Kraniche faltet. Olli hätte es mir vielleicht zeigen können. Schließlich hat er das Kastell und auch mich gefaltet, aber sieh ihn dir jetzt an. Hey Leute, hier habe ich was verpasst. Hört mal, ich habe den Origami-Meister gefunden. Vielleicht kann ja Olli diesen Irrsinn ausreden. Er hat ihn ja schließlich Oh, diese königlichen Purpur. Fasern, fein wie junge Damen. Daunen. Ja, an dieses Papier erinnere ich mich noch sehr gut. Und Olivia, schön zu sehen, dass sie die Riesenhammer-Technik auch einsetzt, die ich seinerzeit in dein Design eingearbeitet habe. Aber Moment, was sehe ich da? All die vielen Kraniche. Versucht hier etwa jemand, die verbotenen 1000 Kranich-Technik anzuwenden? Ja, aber ich verspreche, dieses Wissen nicht für böse Zwecke einzusetzen. Kannst du mir zeigen, wie ich den letzten Kranich falte? Ich möchte den letzten Wunsch meines Bruders erfüllen und den 1000. Kranich selbst vervollständigen. Ja, das werde ich. In gewisser Weise ist all das ja auch meine Schuld. Schließlich war ich es, der dein Bruder faltete. Dies soll deine letzte Falterweckung sein, Olivia. Mache dich bereit für die Faltkunstlektion deines Lebens. Voll süß. Gut gemacht. Damit ist die Technik abgeschlossen. Du kannst dir etwas wünschen. Okay, also, was wünsche ich mir denn? Kranich, ihr hört meinen Wunsch. Möge alles von meinem Bruder gefaltete Origami wieder entfaltet werden.
Dann ist Olivia jetzt auch weg. Weil Olli hat Olivia gefaltet. Liebe Zeit, was machen wir denn alle hier? Prinzessin Peach, du bist ja wieder normal, hurra. Und mal, hier fehlt doch jemand. Wo ist Olivia? Ich bin ja so froh, dass alles wieder normal ist. In Toton herrscht geschäftiges Treiben wegen des Origami-Fests. Alle entdecken die Magie des Origami und amüsieren sich. Oh. Kame kann putzen. Die beiden Toads. Birdo, Shogunland, die ganzen Händler, Professor Toad, der DJ ist auch am Start. Ist so cool, wie man immer am Ende von Paper Mario alle Charaktere nochmal sieht. Mario Peach, seht euch das an. Mein Meisterwerk ist komplett. Seht ihr? In einem Miniatur-Origami-Schloss. Wie das von Olli. Mario, denkst du an das Origami-Mädchen, das mich gerettet hat? Sie war so mutig. Sie hat all das für uns getan. Alles. Ich wünsche, ich könnte ihr danken. Es ist Zeit für das große Finale. An alle Origami. Danke. Oder Peach, sagt das zuerst. Die Musik. Ja, krass. Ja, krass. Das war's. Also noch nicht ganz, aber das war die Story. Das war Paper Mario The Origami King. Ich denke, ich habe im Laufe des LPs weitestgehend alles zum Spiel gesagt, was es meiner Meinung nach zu sagen gibt. Zusammengefasst, ohne jetzt nochmal zu detailreich reinzugehen. Dieses Spiel ist unfassbar gut. Außer das Kampf- bzw. Boss-System. Ich war am Anfang sehr begeistert von diesem Drehsystem. Das Ding ist, dass es aber auf Dauer frustriert. Weil es einfach, weil die Kämpfe so lang dauern. Du kannst halt nicht mal eben schnell den Gegner besiegen. Du musst immer schieben, anordnen, angreifen und das ist so, ach, es zieht sich wie Kaugummi. Und es kommt einfach kein richtiges Boss-Feeling hoch. Ich bin so froh, ich bin wirklich so froh, dass sie aus dem Final Boss Set so einen Drei-Phasen-Kampf gemacht haben, wo nur eine Phase was mit diesem Drehkreis so quasi zu tun hatte. Weil wenn du den Tucker besiegst und instant danach wieder in so einen Kampf gehst, das wäre zu ermüdend gewesen. Ich bin sehr froh, wie sie den Final Boss gemacht haben. Er war nicht der schwerste, weil er war wie so eine Art episches End-Minispiel. Aber das fand ich gut. Das fand ich wirklich gut. Wenn der Endboss-Fight genauso wie alle anderen Boss-Fights gewesen wäre,
dann hätten wir dasselbe Problem gehabt, es wäre einfach kein Bossfight-Feeling hochgekommen. Und das ist mein größtes Problem. Sammelgegenstände geil, Grafik geil, Musik pervers geil. Allgemein, wie viele Secrets es gab und Sachen zu entdecken. Und das, dieses ganze Spiel ist einfach eine riesige bunte Welt, die so schön designt ist, die so schön klingt, so schön aussieht und bei der es so viel Spaß macht, Sachen zu entdecken. Und ich meine, ja, die Story ist okay, so reicht, muss nicht mehr sein, passt. So, das Spiel lebt nicht von der Story, sondern einfach von den wunderschönen Orten, die du entdeckst und ja, wenn ich es auch dahin sehe, die Wüste, unfassbar geiler Abschnitt. Die ganze See, unfassbar geiler Abschnitt. Eine Therme in die Wolken zu bauen, unfassbar. Es ist so gut. Und dann mit dieser Musik, es ist so... Wenn sie das Kampfsystem etwas zugänglicher gemacht haben, hätten. Und dann auch wirkliches Kampf und... Ja, wirkliches Kampffeeling hochkommt. So, jetzt war es halt eher so, jeder Kampf war ein Rätsel. Es war am Anfang cool... Aber du hast nicht Lust, bei jedem Kampf zu rätseln, irgendwann, weil du einfach mal alles gesehen hast. Wenn sie irgendwie eine Mischung gemacht hätten, wenn sie dieses kreisbasierte Kampfsystem in speziellen Kämpfen gemacht hätten, so wie in Pokémon, zum Beispiel die Doppel- oder Dreifachkämpfe, aber das Kampfsystem sonst normal gelassen hätten, ne? Holy shit, hätte ich das Game geliebt. Jetzt hat es leider so einen leicht bitteren Beigeschmack. Das ist wie eine Baba, so ein Baba-Kaiserschmarrn. Todesgeil, richtig fluffig, lecker, leckeres Apfelmus dazu, Zimt, Zucker drüber, alles. Aber du hast in manchen Kaiserschmarrnstücken einfach so richtig matschige Rosinen drin. So, der ganze Kaiserschmarrn schmeckt immer noch arschgeil und du freust dich voll drauf. Aber du kannst nicht jedes Stück komplett genießen. So würde ich es am besten beschreiben. Ich würde dem Spiel eine 8 von 10 geben. Weil, wie gesagt, außerhalb des Kampfsystems habe ich es geliebt. Es ist auch so abwechslungsreich. So, nichts ist repetitiv, außer das Kampfsystem. Es gibt so viele random Bossfights, Minigames, ne, selbst der Endboss war nochmal, waren einfach Sachen, die du noch nie gesehen hattest. So, mal abgesehen von dem rundenbasierten Fight, das war, ich glaube, eine 8 von 10 ist in Ordnung, weil das Kampfsystem ist schon wichtig. Und wenn sie das halt auf Dauer frustrierend und langweilig machen, da kannst du nicht drüber hinwegsehen. Auch wenn ich die Todesfanbrille aufhabe. Ich liebe dieses Game wirklich, aber das kannst du nicht ausblenden. Ich glaube, man könnte auch eine 7 oder 7,5 geben, da ich das Spiel aber wirklich gut finde und bei jeder Aufnahme Spaß hatte und vor allem jetzt auch noch einiges vor mir habe, um die 100% zu komplettieren. Oh, wir kriegen sogar einen Stern. Bin ich echt cool damit so. Ich bin cool damit. Die Frage ist jetzt nur... Was geht ab? Okay. Wir sind hier. Aber die Röhre ist da. Also es hat sich was geändert. Im Mykomuseum kannst du deinen neuesten Pokal bestaunen. War da schon immer eine Röhre? Ob die wohl nach draußen führt? Ja, ich glaube schon. Wie gesagt, mir wurde gesagt, man kann die 100% erst kriegen, wenn man den Boss einmal besiegt hat. Also es hat sich jetzt auf jeden Fall was geändert. Aber was ich sehr weird finde ist, ich meine, wir haben uns das ganze Schloss ja angeschaut und uns fehlt noch mindestens ein Schatzmini und auch einige Fragezeichenblöcke. Wir werden das bei Gelegenheit mal begutachten. Also wie gesagt, es werden noch mindestens... Oh, noch ein Pokal? Ich weiß es gar nicht. Wir gucken einfach mal nach jetzt im Museum. Es werden auf jeden Fall noch mindestens 1 bis 2 Parts kommen zur 100% Komplettierung, vielleicht sogar noch mehr. Ich weiß gar nicht, was noch alles auf uns wartet. Wir werden es gemeinsam mal rausfinden. Also das Projekt ist noch nicht vorbei. Ich will das Museum komplett vollständig haben. Und wir schauen einfach mal, was abgeht. Ich werde wahrscheinlich ein paar Kämpfe grinden müssen und so. Mal schauen. Gute Neuigkeiten. Wir haben einen Neuzugang in Sachen Pokale. So, Origami-Experte. Ist es der für geschaffte Kämpfe? Das wäre sick. Plattensammler. Ich habe alle Musikstücke. Wenn ich meine Sammelinstinkt nicht täusche, fehlen dir noch 4 Pokale. Ah, nee. Origami-Experte ist, glaube ich, dass ich alle Gegner jetzt gesehen habe. Und wahrscheinlich gehört King Olli da dazu. Lass mich mal nachgucken, welche Pokale mir noch fehlen. Die müssten ja hier sein. Wahrscheinlich können wir uns jetzt auch alle Bilder für die Toad-Marken kaufen. Pokale, ja. Mir fehlen noch 6 Schatzminis fehlen mir noch. Say what? Okay. Uns fehlt noch 200 Kämpfe gewinnen. Die muss ich einfach grinden. Offscreen, offcam mache ich das. Jeden Fragezeichenblock werden wir hinkriegen, wenn wir uns jetzt King Ollie's Schloss nochmal anschauen. Schatzminis werden wir auch alle finden, ne? Und Gemäldegalerie kriegen wir jetzt hin. Es fehlt uns nicht mehr viel. Es fehlt uns nicht mehr viel zu einem kompletten Museum, meine lieben Freunde.
ein bisschen was in King Ollies Castle und noch ein paar Schatzminis aus Toad Town. Es gibt noch diesen Boss-Rush-Modus. Ich weiß nicht, ob der dazugehört zu den 100%. Ich werde mir vielleicht mal anschauen. So, jetzt schauen wir mal nach. Das sind nur 12 Bilder für Castell Knick, genau. Zack. Das machen wir jetzt noch. Ein bisschen Zeit haben wir in dem Part noch. Das ist der Angriff. Das ist der Vulkan von innen. Das ist so ein bisschen Bowsers Fregatte gefaltet. Das sind die Papierflieger gefaltet. Das ist das Schloss auf dem Vulkan. Und hier sehen wir, was ist das? Ah, nochmal der Vulkan von innen, alles klar. Das ist nochmal genau Castell Knick. Da ist nochmal der Thron und der Innenraum ein bisschen aufgefaltet. Da ist auch nochmal allgemein der Innenraum ein bisschen. Das ist der Thronsaal, sehr, sehr episch. Das ist mal das Schloss von außen. Geil, Alter. Epische Stimmung auf jeden Fall. So, das war Castell Knick schon komplett. Und jetzt nur noch Charaktere. 24 Stück noch. Wie die wahrscheinlich alle gefaltet wurden. Wenn die alle 5 kosten, kann ich es mir, glaube ich, nicht leisten. Die sind halt, glaube ich, alle in echt nachfaltbar, wenn man möchte. Das ist schon crazy, Alter. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit die Entwickler mit Origami-Falten verbracht haben, weil die haben, wir haben das ja häufig in diesen Artworks gesehen, so fast die ganze Welt ist, glaube ich, wahrscheinlich nachfaltbar. Das ist schon wild. Ich hoffe tatsächlich, dass der Boss-Rush-Modus nicht zu 100% zählt, weil ich habe echt wenig Lust, nochmal jeden Boss zu besiegen, weil die Bosskämpfe wirklich nicht gut waren. Ich will nicht nochmal jeden Boss machen. Aber wenn es zu den Schatzminis gehört, müssen wir fast. Oh, was? Ja, ich will die Todpunkte verwenden, ne? So. Ich hoffe, ich glaube, wir haben alle Toads gerettet. Also, ich wüsste nicht, wo noch welche sind. Wir haben alles zu 100% außer Castell Knick und Toad Town. Und da, das ist nochmal die Pergamenton-Figuren. Ne? Und da ist ja Feierabend quasi. Ne, es reicht. Es reicht, wir haben alle Toads gefunden, ne? Da ist nochmal King Ollie und Olivia. Bowser und King Ollie-Figuren. Was ist das? Ah, das sind die ganzen Figuren, wie sie mal gezeichnet wurden, die ganzen Character Artworks. Und jetzt noch das letzte. Wunderbar! Damit hätten wir quasi offiziell alle Toads gefunden, ne? Und kriegen dafür schon den nächsten Pokal. Sick! So. Dann werden wir jetzt mal uns den Pokal auf jeden Fall abholen. Ganz wichtig. Den haben wir uns verdient. Very nice. Kunstsammler. Okay. Uns fehlen noch 3 Pokale. Dann gehen wir jetzt zu dem Dude am Hafen. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall, ja, zu dem Monty am Hafen. Kaufen uns von dem noch die letzten Minifiguren. Wir haben echt nicht mehr viel. Es ist echt nicht mehr viel. Wir stehen kurz vor den 100% und in dem Paper Mario, gerade in den neueren, wie es, ne, eigentlich in jedem Paper Mario, sind 100% schon krasser Shit so. Muss man einfach sagen. Er hat noch einen nur. Okay. Oh, shit. In Total gibt es noch irgendwo 2 Schatzminis. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich glaube, der Boss-Rush-Modus gehört dazu. Ich werde es herausfinden. Beim nächsten Mal werde ich es euch auf jeden Fall zeigen. Danke, Kumpel. Du warst mein bester Kunde. Ich werde dich nicht vergessen. Das ist jetzt die Meldung, glaube ich, für den neuen Pokal, den wir schon abgeholt haben. Irgendwas mit wahrscheinlich Kunstsammler, ja genau. Das haben wir schon. Okay. Also, dann gibt's beim nächsten Mal noch. Ich werde die 200 Kämpfe farmen. Ich werde wahrscheinlich irgendwo in irgendein Gebiet gehen, wo nur ein paar Goombas rumlaufen. Dann passt das. Wir werden uns die letzten Schatzminis. Es müssten, glaube ich, noch 2 sein. Oder warte mal, wo sehen wir denn das? Ja, ich glaube, es müssten 2 sein. In Toad Town holen. Wir werden Castell Knick noch abschließen. Und dann haben wir es. Die nächste Folge ist die letzte. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Haut rein, euer Hübi.